glaube, heute holen wir uns die Banditen. Ganz mit der Ruhe. Was ich auch noch machen möchte, das wäre mir noch ein Anliegen. Ich möchte das Fatigu wieder in die... Das... Ah, viel, viel schöner. Viel, viel besser. So, noch einen Schluck trinken. Und heute holen wir uns die Banditen. Ah, das ist mein Haufen, den ich gemacht habe. Auf die habe ich großen Bock heute. Ob das gut für die Banditen ist oder schlecht, das werden wir gleich sehen. Ich hoffe, ich kann zielen. Mit einem Bogen zielen ist ja doch ein bisschen was anderes. So, wo sind die Banditen? Da sind die Banditen. Oder? Ich glaube schon. Ja. Ja, hier sind sie. Dann tun wir hier mal speichern. Da ist einer. Boah, der schießt. Ja, Headshot. Das gibt's ja nicht, oder? Ernsthaft? Ich bin noch nicht einmal in die Nähe von einer gekommen worden, schon da. Es tut mir leid, aber... Das Spiel hat eindeutig was gegen mich, dass ich Banditen besiegen kann. Die waren da? Der hat mich schon gesehen. Drei Banditen gleich auf einmal. Voll ausgerüstet, alle drei warten schon auf mich. So, aber jetzt. Das tut mir, bin ich noch wenigstens dran gekommen an sie. Der wartet schon auf mich. Da ist er. Der wartet nicht mehr auf mich. Okay, ein bisschen ein Gespür für den Bogen habe ich noch. Da ist der nächste, oder? Der ist aber da hinten. Ah, da ist noch einer dazwischen. Momentan. Ich glaube immer, dass ich auslassen muss, aber... Nein. Weiß nicht, ob ich da... Nee. Ah, oh, da ist ein Baum angeschlagen. Ich finde... Irgendwo blockiert mich da ein Alpha-Wand. Ich triff ihn schon wieder nicht. Schaut euch auf! Das gibt's nicht! Drei von diesen Pfeilen haben sicher getroffen. Ganz sicher. Okay. Oh, war die Maus ein bisschen zu empfindlich. Sag's euch, den erwische ich jetzt dann. Bei sowas gebe ich nicht auf.
Sind sie vielleicht doch ein bisschen weiter rechts? Bin mir da jetzt dann ein bisschen unsicher. So. Wo sind sie, meine Freunde? Einer kommt da schon ums Eck. Ja. Habt ihr gerade mit einer Schussgabe? Alter! Zack! Hammer! Okay, der hat da mal einen Loot für mich. Wo ist der Pfeil? Da ist der Pfeil. Aber da ist dann. Jawohl! Alle erwischt! Der hat dann schön am Pfeil in die Seite bekommen. Oh ja. Und der schönen Rücken. Salz ist gut. Einen Pfeil habe ich versemmelt. Ich hoffe, den finde ich jetzt dann noch. Das waren nur drei, oder? Einen Pfeil würde ich noch gerne finden, den einen. Es ist eh so schwierig, diese Pfeile zu bekommen, aber... Ich weiß nicht, den habe ich nicht getroffen. Wie schaut meine Gears... Wow! Das war aber wirklich auf den letzten Anschuss nur und der hätte mich gehabt. Aber die waren ja wirklich, man muss schon sagen, die waren wirklich vorbereitet. Alle drei auf einen Fleck. Ich meine, der eine hat geschossen, ja, aber die anderen zwei waren sofort da. Den Pfeil finde ich nicht. So, was haben wir hier? Das erste Camp ist gelootet, also befreit. Das heißt, wir looten, was zum Looten geht, und sind wieder weg. Aber einmal haben sie nicht viel. Vielleicht dann innen drinnen ein bisschen mehr. So, und jetzt kommt einer um die Ecke, zack, tot. Boah, das wäre sowas von ärgerlich. Oh, eine Cola. Okay. Der sitzt sicher da und hält Ausschau, weil sie so schön ist. Hier ist nichts mehr. Also heraus ist immer der Loot extrem schwach. Aber schauen wir mal, was sie drinnen tut. Hallo. Wir haben einmal zwei Spins. Das finde ich supi. Okay, den nehme ich einfach mit. Den darf man daheim aufmachen. Das ist aber ein Rucksack. Drei Slots. Ja! Wir haben's. Ist voll Inventar. So, Crowbar. Also dann nehme ich den erst immer mit. Ein paar Kleinigkeiten. Die muss ich aufmachen, dann nehmen wir es auch mit. Und das erst zumachen. Ja, muss ich. Leider keine Geisel. Leider, leider. So, was haben wir hier? Bretter. Naja, die würde es nicht gerade. Ich muss ehrlich sagen, für das, was man. Was wir da wirklich gebraucht haben. War die Ausbeute, naja. Schon mal. Wenigstens eine Waffe oder irgendwas hätte schon drinnen sein können. Auf jeden Fall muss ich auf mit dem Bogen, geht super, ein Schuss tot. Aber natürlich nur, wenn ich auch treffe. Und das wäre noch ein bisschen zu üben. Weil das war nicht, das war jetzt dann ein Schuss mehr und es wäre vorbei gewesen mit mir.
muss ich dazu sagen. Ein Schuss hätte genügt. So, den nehmen wir sich auch mit. Den werden wir daheim anlocken. So, schauen wir noch. Was können wir jetzt dann noch zerlegen? Wir rüsten uns dafür die Axt aus. Also auf jeden Fall geht das Auto. Das meine ich, das schaut aus wie Plastik. Rote Scheibe, so richtig, als ob irgendwer so ein Plastikauto genommen hätte. Und kurz einmal mit dem Roten rundherum und fertig, alles rot. Also dann Rotstich, wo die Farbe nicht so gut gehalten hat. Da liegen auch Components. Sind die vom Auto gewesen? Was haben wir da? Die kann man nicht anbauen. Das ist aber im Gangen. In der Alpha 2 konnte man diese Wände abbauen. Und damit könnte man eigentlich sehr gut verhindern, dass die sie zu sehr verschanzen. Da kann man schon von Weiden ein bisschen besser behandeln. So, was kriegen wir da noch? Wow. Der hat ja wirklich Feuer hergeben. Zack. Das war's. Und dann hätten wir noch den hier. Den holen wir uns auch noch. Schon wieder ein langer Sprung. So. Von dem bin ich halt nicht so begeistert. Aber schöner Haufen Components. Gefällt mir. So, dann würde ich mal sagen, alles erledigt. Wir gehen in die Base. Da schon eine. Da bin ich zu früh, gell? Ja, da bin ich auf jeden Fall zu früh beim Stoppschild. Aber da kann ich schon langsam den runter weg. Jetzt hoffe ich noch, dass kein Nebel kommt. Der wäre noch ein bisschen nervig. Und wenn wir dann alles in der Base haben, dann schauen wir uns ja an, was sind die zwei Versperrten. Da sollte ja normalerweise ein Schatz drinnen liegen. So. Dann rotate man gleich einmal. Für das, dass wir keinen einzigen bis jetzt noch gebaut haben, haben wir da recht gut begrüßt. Wir haben keinen einzigen gebaut. Steht noch ein bisschen zu weit hervor und das mag ich nicht. Jawohl, viel besser. Die Axt könnte ich eigentlich einmal weglegen. Schaut irgendwie so komisch aus. Wieso? Wer wäre denn da ein guter Axtmörder? Keine Ahnung. Ah, das sind die. Wer war denn da so ein Axtmörder? Texas, bei Texas Chainsaw Massacre war es, der Leatherface, der war ja mit der Chainsaw, wie Texas Chainsaw Massacre sagt. Freddy Krüger hatte ja seine Hände und der Jason hatte eine Machete. Von Freitag der 13. Also mit der Axt so irgendwer, vorhat mir jetzt dann gar keiner, ey. Oh, Stamina ist schon aus. Eigentlich hätte ich ja mein Auto fahren können, aber ja. Ich werde es nie lernen und es hätte ich noch die Säge runterräumen müssen. Und, nein, nur Blatt. Nebenbei wieder ein paar Federn sammeln. Den Pfeil habe ich aber nicht gefunden. Jetzt wird
da schwierig sein, Pferd zu finden. Ich werde nochmal. Ich werde nochmal ausschauen. Natürlich, wenn man zu hoch schießt, fliegt er ja drüber und ist irgendwo. Was ich gut finde, ist, dass die ja mal wenigstens einen gescheiten Loot hatten. Früher haben die Brokkoli, Möhrchen, vielleicht mal eine Flasche, aber die haben einen Loot uns kaum gehabt. Also wirklich ganz, ganz schlecht. Ich würde mich dazu interessieren, wie lange das Lager jetzt dann eigentlich leer bleibt. Nur für immer wird es nicht leer bleiben, das braucht man sich nicht einbilden. Oh, ein Messer! Jawohl! Messer ist immer gut. Die Autos haben wahnsinnig schnell gerespawnt. Warum geht das nicht bei den anderen Autos? Punkt 1, dann hätte er nie wieder Components oder irgendein Problem. Und ich hoffe, dass du nicht beim nächsten, beim dritten Gang die Banditen auf einmal wieder da sind. Da, wir leben wieder. Ja, na hier haben wir auf jeden Fall keinen NPC gefunden. Ich glaube, das war auch nicht so vorgesehen, weil die meisten werden wahrscheinlich hierher gehen. So wie ich, so ganz ungeniert, um den... die Hütte hier gleich zum Eigen zu machen als Hauptbasis. Und da werden sie wahrscheinlich hergegangen sein und gesagt haben, na, da werden wir die NPCs nicht gleich daneben hinsetzen. Ich glaube halt, wie viele große Lager haben wir jetzt dann gefunden? Also wir wissen, hinter uns ist noch ein riesengroßes Lager, riesengroßes Banditencamp. Das wissen wir. Oh nein, gefällt mir nicht. Move. Move. Ja, viel besser. Das wissen wir noch. Dann war... eines, das war aber dort, wo wir Richtung Neue Mine unterwegs waren. Dort war kein... dort glaube ich nicht, dass ein NPC war, weil die waren dort auf freier Fläche, wo man Scharfschützen erledigt haben. Das ist zu sehr freie Fläche, also... da glaube ich nicht, dass ein NPC drinnen ist. Dann haben wir noch eines gefunden. Das war, wo wir da Richtung Stadt waren. Also, die Stadt haben wir ja dann auch noch. Also da brauchen wir auf jeden Fall ein Scharfschützengewehr. Ohne dem geht das nicht. Haben wir noch ein drittes gefunden? Dort oben, hinter uns, dort oben war noch ein kleines. War bei dem anderen Ort, das war das ein Extriges, da war das das, wo da zum Scharfschützen. Das weiß ich jetzt nicht. Blätter. Und das wäre auch noch interessant. So, die leben eh noch nicht. Noch ist es ruhig. Was mich interessieren würde, und das wäre wirklich ein Spaß, wenn ich hergehe und wenn ich die erledigt habe, dass ich hergehe und sage, so, und jetzt baue ich rundherum große Wände. Das wäre echt nicht blöd. Sage ich ganz ehrlich. Das wäre gar nicht blöd. So, die Banditen einsperren. Zuerst das Lager freimachen. Das Banditenlager freimachen. Vor allem so ein kleines. Das ist ja eigentlich
nur klein. Schaut mir mal Health aus. Oh, verliere gleich. Und einfach Wände, weil ich muss ja sicher da einmal vorbeifahren. Wo komme ich da jetzt dann genau hin? Zum Motel komme, wo der Bär los ist. Da oben. Eigentlich, da komme ich gar nicht so weit wohin, aber es ist trotzdem... Also da ist keins mehr. Na. Dort möchte ich noch, dort möchte ich auf jeden Fall noch schauen, weil dort war der alte Bauernhof und ich frage mich, ob vielleicht dort hinten der alte Mine ist. Also das möchte ich mir auf jeden Fall noch anschauen. Das wird dann beim nächsten Stream wahrscheinlich schon ein bisschen interessanter werden. Das nächste Wochenende. So, das werden wir gleich einmal hier ersetzen. Da stört es mir nicht. So, gibt es da vorne hinten? Ja, das schaut nach vorne aus. So. Na dann, brechen wir es einmal auf. Munition. Die kann ich wahrscheinlich nicht aufnehmen. Ja, dachte ich mir doch. Ich bin voll. Components. Metal Scraps. So. Dann kann ich das aufnehmen. Das war's. Auf jeden Fall nur Munition, aber dafür ein schönes Kistchen. Da habe ich hier auch was reingelegt. Nein, da habe ich nichts reingelegt. Das war alles was gut. Jetzt bin ich gespannt. Da drin. Eine Shotgun. Naja. Aber wenigstens Shotgun-Muni. Hier. Bretter. Bretter, Bretter. Jetzt kommt hier das Ganze wegräumen. Da habe ich nichts, aber da, für da habe ich noch was. Dann zwar eine Platine. Duct Tape. Die Clay. So, jetzt kommt unten aber noch mehr Bretter. Ja, da war ein Bretter. Einer da, einer. Noch ein SWAT-Helm. 100%. Dann haben wir noch Nägel. Die lassen sich gut stecken, das gefreut mich. Und noch ein Messer. Das ist für ein Revolver. Das ist für unsere 9mm. Und das ist für die Shotgun. Die ich gar nicht mit habe. Oh ja. Okay, Shotgun habe ich mit, ein Messer habe ich mit, du bist auch noch gut beieinander. Bandagen, Fleisch und Alkohol. Was war das für Munition? 9mm kann ich nur... Na, denke mal, kann ich stacken. Also wenn ich die erst einmal stacken mit 16 Schuss... Entschuldigung. So, das Messer könnte ich noch da dazu legen. Da haben wir noch Antibiotika und Painkiller. Eins zog. Da haben wir noch Sykehr. Hier, das kann ich dann bald wieder Bandagen machen. So, das nehme ich noch mit. Wie schaut es überhaupt aus, ist dann mit meinem Equipment? Die ist komplett fort. Meine kugelsichere Weste. Das ist aber hart. Die hat mir also mit anderen Worten, oh, da sind die Messer. Die hat mir eigentlich am Leben gehalten, weil sonst war ich wahrscheinlich sofort tot gewesen. Nee. Ich meine, wie gesagt, sie sind schon hart. Harte Gegner. Das kann man nicht anders sagen. Gut, Waffen. Da haben wir noch für die Rifle.
Das ist, glaube ich, die. Das ist für die M4, die habe ich. Die Frage ist, naja, ich will nicht so lautstark killen, aber vielleicht im anderen Lager. Nehmen wir es mit. Ich würde nämlich gerne ins andere Lager. So, dann haben wir eine Schotti. Machen wir das anders. Zack, zack. Und dann haben wir noch einen SWAT-Helm. Da unten habe ich für den Messer was vorbereitet. Axt, die kommt das dann auch weg. Gut, Helme hätte ich ja noch genug. Das geht. Er tut vorher auf jeden Fall mein Auto hin. Das werden wir sich jetzt einmal herrichten, das Autochen. Nein. Okay, Messer. Axt. Die Säge gehört eigentlich da raus. Machete, Machete. Messer. War nicht so schlecht eigentlich mit Messer und dem Ganzen ausgerüstet. Das könnte schlimmer sein. Und die Scraps, wo der D hingelegt jetzt dann. Keine Ahnung. Weg. Na, die habe ich glaube ich drüben liegen, aber. Dort sind sie komplett unnötig. Da kann ich irgendwann einmal keine draus Blätter machen. Na, da liegen sie aber auch nicht drinnen. Gut, da können wir es aber reinlegen. Passt. So, Components, Metal Scraps. Da habe ich noch. Gears müssen die auch irgendwann einmal machen, dass ich die Workbench aufbessern kann. Wie viel brauche ich für ein Gear? Waffe. Fire Armor, das sind die Quiver, Shirt Boots, nein, nein, da haben wir noch Schild, hallo? Ah, die werde ich wahrscheinlich draußen machen müssen. Dann nehmen wir gleich mal mit. Warte, ich brauche 4 insgesamt, oder? Upgrade. Eine Military Box, 15 Metal Scraps, 4 Gears. Falsche. Ein Gear habe ich, das heißt 3 Gears muss ich benutzen. 15 Metal Scraps. Habe ich jetzt. Oder 16 habe ich jetzt dann. Dann habe ich ein Gear. Dann schauen wir mal. Das wird wahrscheinlich da sein. Bei unserer schönen Schmiede. Ich laufe halt gern rundum und um. Da schmelzen wir gleich einmal rein. Trotzdem 12 Stück. Gears. 2 könnte die machen. Das heißt, wenn ich die anderen habe, geht das. Gute Pfeile, Pfeile, Pfeile. Gehen wir gleich mal ins Equipment. Add. Zack. Mal wieder. Gut. Dann lassen wir die mal schmürzen. Das Military Box, die habe ich auch irgendwo, habe ich die eingelegt. Die kann nur irgendwo da gewesen sein. Ja, Military Box haben wir da auch. Dann werden wir noch die dazu nehmen. Gut. Die Säge. Und move mal. Ist hoffentlich da oben. Die Säge. Die würde ich daher tun. Das schaut so liebevoll nach einem Platz aus. Dann müssen wir sie hier. Das ist in Ordnung. So, hier. So. Ja. Das schaut super aus. Gefällt mir. Gefällt mir wirklich. So, und jetzt kommt der Akt.